Hallo. 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 So, jetzt bin ich endlich da. Tut mir leid. Überhaupt kein Problem. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, du bist gerade in schwerem Probenstress, denn das Orchester probt. Was genau wird denn gerade geprobt? Auch schwerer Probenstress, das ist die ganz normale weihnachtliche Probenarbeit, Weihnachtsoratorium natürlich. Ah. Sonntag, 10. Dezember 2023. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Heute ist der zweite Advent. Das heißt, ich werde heute wieder einer neuen Tradition frönen, die ich seit 4 Jahren mache, nämlich ein Adventssingen, aber ein ganz besonderes Adventssingen, denn ich habe damit im Dezember 2020 angefangen. Es war die Adventszeit, nachdem die Corona-Maßnahmen ausgebrochen waren. Und es war die Zeit, in der es Kontaktsperren gab, in der es Ausgangssperren gab. Es gab Wochen, wo sich nur eine ganz kleine Anzahl von Menschen überhaupt draußen treffen durfte. Und diese Zeit der Isolation haben sehr viele Leute nur sehr schwer überstanden. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich geheime Adventssingen in Parks in Köln veranstaltet habe. Ein Jahr später gab es dann die Diskriminierung von Ungeimpften. Das heißt, Geimpfte durften sich dann wieder in Gruppen treffen, aber Ungeimpfte eben nicht. Weihnachtsmärkte waren für Ungeimpfte geschlossen. Den traurigen Höhepunkt hat dabei der Weihnachtsmarkt Hannover gesetzt, wo es sogar verboten war, an Ungeimpften Essen auszuhändigen. Ungeimpfte durften dort nicht ihr Essen kaufen. Und auf den Schildern des Weihnachtsmarktes stand Folgendes: Wer auf dem Weihnachtsmarkt Speisen oder Getränke zu sich nehmen möchte, muss zuvor die vollständige Impfung oder die Genesung nachweisen. Die Weitergabe an Personen, die weder geimpft noch genesen sind, ist nicht erlaubt. Das heißt, man durfte sich nicht mal als geimpfter Mensch ein Essen auf dem Weihnachtsmarkt kaufen und das Brot dann mit den Ungeimpften teilen. Also eine wahrlich weihnachtliche Botschaft, die da in Hannover dann verkündet wurde im Jahr 2021. Im Jahr 2022 herrschte dann fast wieder Normalität. Ich habe aber mit dem Weihnachtssingen weitergemacht. Jetzt haben wir das Jahr 2023 und ich höre viele Leute, die sagen, ich kann das Thema Corona nicht mehr hören. Lass uns doch einfach wieder weitermachen. Und da sage ich, nein, wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert. Und deswegen möchte ich heute mit meinen Gästen über das Singen, über die Musik sprechen, darüber, was Musik kann, aber auch darüber, was Musik, Kunst, Kultur in den letzten Jahren eben alles nicht gemacht hat. Und dafür habe ich drei Musiker eingeladen, nämlich einmal Martina Binnig. Sie ist freiberufliche Musikerin und Expertin für die sogenannte alte Musik, also für die Musik des 17. und des 18. Jahrhunderts. Hallo Martina. Hallo. Mehr im 19. Jahrhundert zu Hause ist mein zweiter Gast, denn er spielt ein Instrument, das erst im Jahre 1840 erfunden wurde und patentiert am 21. März 1846 in Frankreich unter der Patentnummer 3226. Der Erfinder des Instruments heißt Adolf Sax. Das Instrument heißt Saxophon. Er ist Jazzmusiker und Saxophonist und auch heute hier. Hallo Axel Knappmeier. Hallo. Und ein dritter Gast, der auch schon bei Indubio zu Gast war. Er ist Musiker, er ist Komponist und mit ihm verbindet mich eine ganz besondere Freundschaft, die gerade in der Corona-Zeit sich noch vertieft hat, weil wir sehr viele Spaziergänge miteinander gemacht haben, weil wir nicht mehr auftreten durften und somit Zeit hatten. Und er ist auch heute da. Hallo Bernd Gast. Hallo und auch hallo an die Hörer. Bernd, meine erste Frage geht an dich. Wie unterscheidet sich dein Advent 2023 von dem Advent 2019? 2019 habe ich tatsächlich über 300 Auftritte gespielt. Ich habe kurz vorher mein Leben ein bisschen umgekrempelt. Ich wollte aus dem Tonstudio raus. Ich war Produzent, Arrangeur und wollte live auf die Bühne.
Und 2019 hat das zum ersten Mal richtig fett geklappt. 2020 dachte ich, jetzt geht's weiter. Die Buchungen waren klasse. Ich wollte, um es mal ganz profan zu sagen, weniger spielen, aber mehr verdienen. Und das sah auch alles so gut aus bis zum 15. März. Und dann war ich von jetzt auf gleich praktisch beschäftigungslos, weil ich komplett live nur noch spielte. Wenn wir jetzt mal die Adventszeit nehmen oder die Vorweihnachtszeit, ja, so habe ich damals auch sehr viel gespielt. Ich habe dann auch viele Weihnachtssachen gemacht. Ich mache ein Programm aus eigenen Songs, aus eigenen Instrumentalstücken und aus Coverversionen sehr stark bearbeiteten Sachen, meist Gitarren-Solo-Konzerte, sehr viele kleine Auftrittsorte. Und ja, die durften dann zuerst mal während Corona nicht mehr Konzerte veranstalten. Und auch bis heute ist es so, dass selbst wenn sie durften, ein Großteil von denen gibt es gar nicht mehr. Also es hat ein großes Sterben in dieser Szene stattgefunden. Und dann stelle ich weiter immer noch fest, auch ich habe jetzt hier vor ein paar Tagen gespielt, das Publikum hat weiterhin Angst. Im Publikum, zumindest in meinem Publikum, das nicht nur jüngere Leute darstellen, dort gibt es immer weiterhin noch die Situation, ja, können wir überhaupt? Wir hören gerade wieder Lauterbach, sagt wieder, es geht wieder los oder irgendwer sagt etwas. Und die Idee davon, zum Beispiel am Ende eines Konzerts bei mir, mache ich ein, zwei Sachen zum Mitsingen oder sowas, das ist deutlich anders als vor Corona. Dies mag bei jugendlichem Publikum anders sein, das habe ich auch schon erlebt in anderen Mixshows, wenn man Leute hat, die, ich sag mal, alles unter 50, kriegt das halbwegs gebacken. Aber in dem Moment, wo du einen Schwall hast von Menschen, die über 50 sind, dann beginnt die Angst. Und das ist für mich die fast schlimmste Auswirkung von allem, weil ich weiß da noch gar nicht mit umzugehen, zumal eben jetzt die Angst auch für dieses Jahr schon wieder geschürt wird. Martina, beim letzten Adventssingen, am ersten Advent, haben wir darüber gesprochen, warum eigentlich hat der Kulturbetrieb, warum hat die Musikbranche so unfassbar mitgemacht bei den Maßnahmen? Und eine Erklärung, die ich glaube zu haben, ist, weil die meisten Philharmonien und Theaterhäuser subventioniert sind. Und natürlich, wenn man weiß, wer zahlt, dann weiß man auch, welches Lied gesungen wird. Jetzt bist du Expertin für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Ich möchte behaupten, das ist Musik, die sich nur sehr schwer auf dem freien Markt behaupten kann, weil so ein Orchester ist auch teuer. Ein Opernhaus ist einfach nur finanzierbar, wenn da irgendein reicher Mensch ist, der es halt finanziert. Und sehr oft ist es halt der Staat mit den Steuergeldern. Und deswegen die Frage, ist das Problem nicht, dass wir kaum freie Kultur in Deutschland haben und dass es eine so unglaubliche Abhängigkeit gegenüber dem Geldgeberstaat gibt? Ich denke, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Jetzt hast du gesagt, die alte Musik ist nicht in der freien Szene angesiedelt. Das ist gerade nicht der Fall. Die kommunalen Orchester, das sind ja so die normalen Sinfonieorchester. Und die spezialisierten Orchester, also die Barockorchester, die bewegen sich nämlich genau auf dem freien Markt. Natürlich gibt es da auch Fördermöglichkeiten. Deswegen gab es besonders viele Konzerte letztes Jahr, weil dann sozusagen aus den Corona-Töpfen alles verbraucht werden musste. Manchmal gab es dann Konzerte mit sehr wenig Publikum, aber das Geld musste ausgegeben werden tatsächlich. Jetzt nehme ich es so wahr in meinem Umfeld, dass ich kann natürlich jetzt eben tatsächlich nur für die Barockorchester sprechen, in denen ich spiele, dass es wieder ziemlich normal alles zugeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Weihnachtsoratorien aufführen, dann ist das oft in Zusammenarbeit mit Laienchören, die monatelang darauf hinproben und sich dann ein Orchester leisten. Das finde ich immer eine ganz tolle Sache, denn das ist wirklich eine Tradition, die ziemlich einmalig hier ist. Ich weiß es von Kollegen und Freunden aus Belgien, zumindest aus dem wallonischen Teil Belgiens, dass es da diese Tradition überhaupt nicht mehr gibt. Und hier hört man ja an allen Ecken und Enden entweder Bach-Kantaten im Gottesdienst oder eben jetzt natürlich vor allem das Weihnachtsoratorium. Und da freue ich mich immer sehr, wenn ich da mitwirke, ganz unabhängig jetzt vom wirklich konkreten Niveau einer Aufführung. Natürlich ist es auch immer sehr schön, wenn es wirklich hundertprozentig professionell ist und
Die Musiker sind es ja auch in aller Regel. Aber ich finde einfach das Engagement der Chöre sagenhaft. Ja, die freuen sich dann auch und dann werden wir immer mit Buffets verköstigt und verwöhnt. Also das ist eine ganz tolle Tradition, die aber im Moment auch wieder aufgeblüht ist wie vor Corona, was ich sagen kann. Ne? Das müsstest du, glaube ich, ziemlich viele Leute fragen. Du hast aber natürlich recht, dass Subventionen eine Rolle spielen und Fördergelder und so weiter. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Was Martina da angesprochen hat, ist, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam Musik machen und dadurch dann die Kunst und die Kultur bewahren. Nun ist ein anderes Wort für bewahren konservieren. Und daher kommt das Wort konservativ. Ist die Kunst konservativ? Denn für gewöhnlich nimmt man doch an, dass die Kulturszene eher links ist, oder? Axel, wie geht das zusammen? Ist die Kulturszene links oder heimlich konservativ? Also, dass die Szene, ich bin ja Jazzmusiker, links eher ist, ja, wie soll ich das sagen, dadurch, dass ich Teil der Szene war und auch noch ansatzweise bin, kann ich das bestätigen durch Gespräche abseits der Musik, wenn es ums Politische geht oder wenn es auch um die Musik selbst geht, wenn sie dann zum Beispiel gerade Jazz gefördert werden muss. Jazz würde als solches, das heißt schon nicht überleben, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber es kommt auch immer wieder darauf an, welche Form von Jazz. Ne? Was, wenn ich jetzt sage, ich bin Jazzmusiker, ich weiß jetzt nicht, die Hörer der Achse, was sie sich darunter vorstellen und genau wie vorhin mit alter Musik, was heißt das denn eigentlich? Ich glaube, viele, wenn ich mit Leuten spreche über Jazz, gibt es meistens zwei Richtungen. Die einen sagen Free Jazz, damit kann ich nichts anfangen. Und das andere, ja, weiß ich nicht, das ist dann Dixieland. Ne? Das ist der Rentner-Jazz für die besoffenen Rentner morgens um 11, die dann noch ein bisschen mit Weißweinschorle oder Bier sich irgendwie, wie wir damals bei Knopfhoff, das zu Gemüte führen. Aber sonst politisch, ja, wenn es dann halt, wie soll ich sagen, wenn die Musik, je abstrakter sie wird, desto konkreter wird es, dass das Publikum wegbleibt. Und das heißt, dann muss es halt gefördert werden. Und sagen wir, dann kann man dann auch darüber nachdenken, was dann eben konservativ ist, sage ich jetzt mal so. Tja, dann kommen wir vielleicht schon relativ schnell irgendwie von Musik weg. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier wollen, aber ich sehe es halt sehr kritisch oder ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht verstehen. Auch nur wirklich, vielleicht für die Nichtmusiker der Zuhörer hier, um sich das mal klarzumachen, das sind ja Schallwellen, die ans Ohr gehen und dann werden Emotionen angeregt oder nicht. Das ist ja, ich glaube, so platt ist das ja. Und sobald die Musik sehr abstrakt und sehr wirr wird oder sozusagen eine gewisse Form von Tonalität verlässt auch der Hörer den Saal, dann ist das einfach zu kompliziert, dieser Musik zu folgen. Ich glaube, Bernd kann mir zustimmen, wenn er seine eigenen Kompositionen spielt, die dann vielleicht noch tonal sind. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer wissen, was tonal ist. Wenn ich es vielleicht kurz versuchen kann zu erklären, tonal heißt, vielleicht jeder, der mal wie früher gesungen hat als Kind oder meine Kirche war da ähnlich, wenn die Orgel gespielt wird. Ich höre Musik und ich weiß gar nicht, wie ich sie artikulieren soll. Ich höre aber einen Anfang und ich höre ein Ende. Und ich höre einen ganz klaren Verlauf. Ich höre Höhepunkte und ich höre musikalische Zusammenhänge, die ich auch nicht als Musiklaie artikulieren kann. Aber ich weiß, das ist alles richtig. Und das ist dann tonal und das hat auch immer einen Grundtonbezug. Ja, sozusagen alles fällt immer auf ein wirklich klangliches, logisches Ende zurück. Und auch wenn ich mir einen Sänger anhöre in der Stadt, in irgendeiner Innenstadt in Deutschland oder irgendwo, der singt eine Melodie, jeder Mensch hört eine Begleitung mit. Das ist in uns angeboren. Und wenn ich jetzt Bernd dazu setzen würde, würde er sofort hören, glaube ich. Und dann würde er zum Beispiel direkt Gitarre dazu spielen können, irgendwelche Akkorde. Das sind dann irgendwelche Regeln, die man entweder lernen kann oder die hört man. Aber das trifft sich in der Mitte, dass es quasi naturgebundene Regeln sind. Und je mehr sich Musik davon entfernt, auch von dem Grundton, desto abstrakter wird sie. Vielleicht kennt das der eine oder andere Musikinteressierte der Achse, das nennt man dann auch Zwölftonmusik oder Dodekaphonie. Die legt extra Wert darauf, keinen Grundton zu haben. Also alle 12 Töne, die vielleicht jeder auch so kennt von diesen Klaviertasten, diese weißen und schwarzen Tasten, das sind die 12 Töne bei uns im Westen. Und die werden dann alle gespielt einmal und dann werden sie nochmal gespielt und nochmal, aber immer hintereinander sozusagen. Also die müssen alle erst erklingen und dann kommen sie mal wieder. Und es wird extra verboten, einen Grundton zu spielen.
Und das macht die Musik halt eigentlich, sie macht es natürlich hörbar, aber sie macht es für den Hörer. Das ist für mich, das ist für den Hörer meistens wie ein Ausschnitt aus der Unendlichkeit, kann ich sagen. Weil man hört keinen Anfang, man hört irgendwie nichts. Und das macht es dann unglaublich schwierig. Und da trifft sich, um den Kreis wieder zu schließen vielleicht, auch der abstrakte Jazz, Free Jazz und so weiter, bis hin zu neuer Musik. Das muss dann halt gefördert werden, weil sonst käme niemand und würde es sich anhören. Also ist meine Erfahrung, das ist halt einfach so. Also das meine ich auch nicht böse, aber es ist, das entspricht den Fakten. Ich würde ja gerade mal versuchen, noch das von der anderen Seite zu beleuchten. Ich glaube, dass die letzten Jahre, jetzt in Corona, extrem viele Menschen extrem verunsichert haben. Und die Verunsicherung, die gerade zum Beispiel durch freien Jazz, wenn ich das höre, dann werde ich in meinen Hörgewohnheiten verunsichert. Das kann ich mir dann gut erlauben, wenn ich selber in einem sicheren Umfeld bin. Dann kann ich viel leichter einen solchen Weg mal für eine Stunde mitgehen. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass durch die Verunsicherung zurzeit an jeder Ecke und Kante des Lebens, es stimmt ja nichts mehr, Begriffe stimmen nicht mehr, du kommst mit einem kleinen Einkommen eigentlich kaum noch über die Runden und alle möglichen anderen Dinge, die dazukommen, wissen wir noch, dürfen wir noch einen Diesel fahren? Nee, wir sollen E-Auto fahren, aber der Diesel ist doch eigentlich hier viel besser und so weiter. Also eine Verunsicherung nach der anderen und dann wird es immer schwieriger, auch experimentelle Musikfelder in irgendeiner Form zuzulassen, geschweige denn, dass man es sich noch leisten kann. Also diese Verunsicherung oder Verwirrung, die hat natürlich auch positive Seiten. Um jetzt nochmal auf die Corona-Zeit zurückzukommen. Es gab ja dann zum Beispiel die Musikerinitiative Musik in Freiheit, übrigens von Kölner Jazzmusikern initiiert. Und da waren wir wirklich nicht nur musikalisch aus den unterschiedlichsten Bereichen plötzlich zusammen und wir hätten uns sonst nie kennengelernt, sondern auch aus ganz unterschiedlichen politischen Hintergründen. Das heißt, diese Verunsicherung hat uns letztlich erst zusammengeführt. Deswegen kann ich der Verunsicherung durchaus etwas Positives abgewinnen. Ja, also sagen wir es mal so, das Übersetzen von musikalischen Ereignissen ins nicht musikalisch, also ins Leben, das wirkt ja manchmal dann übers Knie gebrochen, so ein bisschen hemdsärmelig, ne? Also wenn ich versuche, musikalische Prozesse auf der Bühne, gerade was Jazz betrifft, das ist ja gerade, Jazz heißt ja, wenn, je freier er ist, aus dem Moment heraus, quasi aus dem Nichts etwas schöpfen, mit zwei, zu dritt, zu viert, wie viele Leute auch immer. Das ist ja der hohe Improvisationsanteil des Jazz. Auch wenn er nicht frei ist, also nicht Free Jazz als Kategorie, sondern wenn er dann eine feste Form hat und man löst sich als Solist davon, bleibt aber in der Form. Das ist dann ja immer noch ein Bezug. Aber meine, ja, wie soll ich sagen, Kritik oder auch Entfernung von der Musik, die ich selber früher gerne gemacht habe, mit diesem Free Jazz und wirklich vielleicht auch, da war ich halt jung und naiv und ich hatte kein Geld und ich brauchte es aber. Da war ich selber davon überzeugt, dass eine Performance auf der Bühne je, das heißt schon vielleicht nicht unbedingt radikaler, aber je immer neuer sie ist. Ne? Also als Jazzmusiker hatte man, oder ich war so drauf, es sollte auch immer neu sein. Ne? Jedes Solo, ich darf mich nicht wiederholen. Ne? Ich darf quasi keinen Grundton spielen. Das muss immer ganz verrückt und crazy und möglichst avantgardistisch sein. Und wenn der Funke dann überspringt aufs Publikum, ja dann, und wenn ich jetzt ehrlich bin, was dann passiert, weiß ich gar nicht. Weil wir tauschen ja nur, danach müsste es ja zu einem Gespräch kommen und dann kann mich ja ein Zuhörer fragen, ja, jetzt hast du meine Musik gehört, ja, das meine ich jetzt gar nicht therapeutisch, wie geht es dir denn jetzt? Also, was hast du empfunden? Hast du irgendwie was mitgenommen von meinem Konzert? Hast du geträumt, bist du abgeschweift? Hast du irgendwie neue Gedanken bekommen? Und das ist eigentlich letzten Endes bei jeder Form von Musik, aber wenn die Musik den Anspruch hat, das meine ich wiederholt aus der Szene, aus der ich komme, Jazzmusik, wo es dann Free Jazz und diese große Überschneidung mit neuer Musik gibt, da stelle ich mir dann immer die Frage, ob der Anspruch, ob man dem wirklich gerecht werden kann. Und ich würde nach meinen Nachdenken, nach meinen Erfahrungen und nach das, was ich darüber gelesen und auch gehört habe, doch widersprechen, dass das schlicht und ergreifend, ich übertreibe es jetzt mal, Scharlatanerie ist. Als bodenständige Bassistin würde ich da gerne kurz was Biografisches noch einflechten. Ich mache zwar jetzt im Alter vor allem gerne alte Musik, aber ich habe tatsächlich auch Jazz-Bass studiert vor geraumer Zeit und fand schon damals, dass der Anspruch der Freiheit und der Freiheit vor allem von Klischees,
den der Jazz ja vor sich herträgt, dass der in der Realität nicht unbedingt zutrifft. Also ich habe es so erlebt damals tatsächlich, als Frau war das noch ungewöhnlich, dass man Jazz-Kontrabass studiert hat. Und ich habe nie so viel Skepsis oder ja, fast Ablehnung erfahren, wie in der Jazz-Szene, die ja angeblich so frei ist und frei von allen Klischees. Also es wurde mir dann manchmal nicht zugetraut, dass ich weiß, was ein Akkordsymbol ist. Und in der klassischen Musik, die ja eigentlich viel genormter immer transportiert wird, habe ich sowas nie erlebt. Also der Anspruch der Freiheit und der Freigeistigkeit, den der Jazz ja mit sich führt, der ist nicht unbedingt immer in der Realität zu spüren gewesen, für mich, rein biografisch. Kann ich nur zustimmen, weil das ist ja quasi die Aufforderung, sei frei. Das ist ja irgendwie, ne? Und auch sozusagen die Ablehnung, eben die Negation oder wie auch immer, die Negation der alten, jahrtausendalten Traditionen von tonaler Musik, Funktionsharmonik etc., die wird ja einfach nur abgelehnt. Und sobald ein traditioneller Klang erklingt, ist das ja Häresie, ne? Und das ist nicht übertrieben. Man muss sich, wenn man da mal Lust hat, im Internet, dafür ist das Internet ja toll. Wenn man auf bestimmte Namen trifft, Algorithmus, kommt man immer auf neue Ideen, neue Texte und so weiter. Und es ist wirklich, da finden Grabenkämpfe statt, wie halt, ja, vermute ich mal, wie zu den guten alten 68er Zeiten. Also wer ist jetzt der, weiß ich nicht, der freieste, der avantgardistischste unter uns und ein falsch gesetztes Komma, ein Dur-Dreiklang, der gehört wurde, dann ist das Verrat an der guten Sache. Und das ist, klingt bescheuert, ist es auch, aber das findet wirklich statt. Also, dass es so eine Liebe zu einer rigiden Ordnung gibt innerhalb der Kultur, innerhalb der Musik, haben wir ja in der Corona-Zeit erlebt. Und das verstehe ich bis zum heutigen Tage nicht. Wo kommt das her? Keine Ahnung. Also, aber es geht, ich habe das gerade jetzt ein paar Mal gedacht. Mir scheint die Frage, warum hat der Kulturbetrieb so mitgemacht, da gibt es keine eine Antwort. Aber es gibt viele Antworten, die für kleine Bereiche funktionieren. Ich hatte mir hier gerade eins aufgeschrieben. Ich weiß noch, dass direkt am Anfang für kleine Künstler, von denen ich ein paar kannte, die Hartz-IV-Regeln komplett aufgeweicht wurden. Also man bekam plötzlich Hartz-IV ohne, also es konnten dir nicht vorher die Instrumente gepfändet werden, es konnten dir nicht vorher dein Tonstudio, was ja fast jeder heutzutage ein bisschen, also im Pop-Rock-Bereich so halbwegs zu Hause hat, all diese Dinge blieben unbelastet und du bekamst plötzlich ein Einkommen. Ich vermute mal, man hat dann daneben noch irgendwo 2 oder 5 Schüler weitergemacht und dann stand man ungefähr so gut da wie vorher, hatte plötzlich auch Krankenversicherungen, all das ganze Zeug lief seit langen Jahren vielleicht sogar besser, als es vorher gelaufen ist, zumindest in einer gewissen Verlässlichkeit, was für viele nicht der Fall war. Ja, und dann war das eben ein Weg. Man dachte, hey, das dauert ein Jahr und dann komme ich da auch wieder raus. Dann geht das auch wieder. Dass sich das dann nicht so ganz so dargestellt hat, zumindest nicht bei allen. Ich würde da gerne mal eine Untersuchung drüber sehen, wie viele in diese, ja, Falle oder auf diesen Weg gegangen sind. Denn also ich kenne ein paar und ich vermute, wenn man ein bisschen fragen würde, da findet man doch einige. Der nächste Weg ist, viele Musiker sind raus aus der Musik sogar gegangen. Auch das ist passiert. Also da kenne ich auch einige, die dann gesagt haben, hey, nee, mache ich nicht mehr. Das ist mir jetzt zu heftig. Wer weiß, was da noch kommt, spätestens nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, als man merkte, es kommt doch nicht alles wieder. Wir kommen nicht mehr auf den Status quo ante so hin. Zumindest in vielen Bereichen nicht. Jo, das sind alleine schon so 2 Ansätze. Vermutlich, wenn man drüber nachdenkt, findet man noch eine ganze Reihe mehr. Ja. Mir fällt zum Beispiel auch noch einer ein, das meine ich jetzt völlig ohne Ironie. Musiker sind oft sehr liebe Menschen. Ja, und sehr gutgläubige Menschen. Und in der Corona-Zeit haben viele 1:1 geglaubt, was Drosten, Spahn, später Lauterbach von sich gegeben haben. Man kann natürlich sagen, irgendwann hätte es jedem auffallen müssen, aber ich glaube, es war wirklich der Wunsch, sich solidarisch zu zeigen, bei vielen sehr ausgeprägt. Übrigens ist das ja jetzt wieder so beim Thema Klima. Wandel oder Klimaschutz. Da sind ja auch viele wirklich, glaube ich, voll guter Motivation. Denn eigentlich ist Umweltschutz ja tatsächlich etwas Gutes, so dass man zum Beispiel mit Ressourcen verantwortungsbewusst umgeht und so weiter. Jetzt gibt es aber im Moment ja nichts Affirmativeres
als grüne Kultur. Ne? Also zum Beispiel wurde ja jetzt im, ich glaube September war es, die Anlaufstelle Green Culture gegründet mit Claudia Roth als Verantwortlicher. Und da wird ausdrücklich der Green Deal für die Kultur unterstützt. Green Deal ist ja dieses europäische Programm, mit dem Europa bzw. die EU der erste klimaneutrale Kontinent der Welt bis 2050 werden will. Was da dann noch an Motivationen und Gründen dahinter steht, sei mal dahingestellt. Und viele unterstützen das aus gutem Glauben, weil sie denken, sie tun etwas Gutes damit. Aber warum glauben die, dass gerade die Kultur diese Aufgabe übernehmen soll? Also warum soll Kultur Musik Politik machen? Das verstehe ich nicht. Also selbst wenn es für die gute Sache ist, wenn es für die Weltenrettung ist, wenn es für das Klima ist, aber warum ist es die Aufgabe der Kultur? Das verstehe ich nicht. Das sollte sie meines Erachtens auch gar nicht sein. Das sollte sie nicht sein, aber so wird es ja zum Beispiel von dieser Anlaufstelle Green Culture definiert. Also die Kultur könne der Motor der Transformation sein und könne sozusagen Stimmung machen, die Menschen gewinnen für diese große anstehende Transformation zur Klimaneutralität hin. Aber wenn die Kultur Motor der Transformation sein soll, ist das dann nicht ein etwas schönerer Ausdruck für die Kunst soll gefälligst wieder Propaganda machen? Selbstverständlich. Also ich sehe das genauso. Aber das, glaube ich, durchschauen ganz viele, vor allem junge Menschen, nicht. Und ich finde, jungen Menschen kann man da auch nicht den Vorwurf machen. Und weißt du, wo das Problem ist? Ich weiß das ja selber, weil ich viele Kollegen habe, die auch so Subventionsanträge schreiben. Die wissen genau, was sie da reinschreiben müssen. Welche politisch korrekten Worte sie hineinschreiben müssen, damit sie die Subventionen bekommen. Wenn die irgendwie behaupten, wir helfen jetzt innerhalb der Flüchtlingskrise oder wir machen jetzt irgendwas mit Integration, dann gibt es die Gelder. Wenn jemand einfach nur hinschreiben möchte, nee, ich möchte einfach nur echt geile Kunst machen, das reicht heute nicht mehr. Also es gibt ja jetzt sogar den Weiterbildungsgang zum Transformationsmanager nachhaltige Kultur. Den kannst du auch belegen, Gerhard, wenn du Lust hast. Und da werde ich richtig sauer, weil ich habe auch ein paar Kollegen, von denen weiß ich, dass die in Corona nicht weniger Geld verdient haben, vielleicht sogar mehr. Weil sie haben die Subventionen ja dennoch bekommen, aber sie mussten nicht mal mehr ein Stück produzieren, weil die Theater ja geschlossen bleiben mussten. Das heißt, die haben die gleiche Kohle bekommen dafür, dass die ihren Vorhang einfach zugelassen haben. Aber vorher war es auch nicht viel besser, weil die hatten ja die Kohle schon, bevor der Vorhang aufgegangen ist. Das heißt, es war denen egal, ob Leute ins Theater kamen und Eintrittsgelder gegeben haben, weil es war im Großen und Ganzen schon alles bezahlt. Die Eintrittskarten waren noch Bonus. Und so waren auch die meisten Theaterstücke. Wenn ich weiß, das Publikum kann mir total egal sein, weil ich die Kohle bereits habe, dann kann ich auch Scheiße hinter dem Vorhang auftürmen. Und sehr oft war alles, was man da hinter dem Vorhang gesehen hat, auch genau das. Ist das Problem der Subvention nicht, dass es das Publikum enteignet? Also es kommt dann vielleicht darauf an, was wie subventioniert wird. Es gibt ja noch die GEMA, kennt man ja vielleicht, ne, diese Vergütungsinstitution. Und da wird ja noch unterschieden zwischen Unterhaltungs- und ernster Musik. Jazz fällt zum Beispiel noch unter Unterhaltungsmusik. Ach. Und bekommt weniger Punkte. Wenn das jetzt irgendwo gespielt wird im Radio, muss man bei Konzerten so Listen ausfüllen, mein Name und so weiter. Und ich kann meine eigenen Stücke spielen, ich kann Fremdkompositionen spielen. Trag das ein, dann schickt der Veranstalter das zu GEMA. Dann wird das gesammelt und dann bekommt man einmal im Jahr eine Abrechnung. Ich glaube, ich habe einmal 200 Euro gekriegt und ich weiß bis heute nicht, warum. Das liefen sich sonst so zwischen 1,87 Euro und 12,90 Euro. Ich habe mal 10 Cent Nachzahlung bekommen. Ernsthaft. So, und dann, was will ich damit sagen? Es wird subventioniert. Jeder Veranstalter muss ja auch GEMA bezahlen und so weiter. Und GVL ist noch eine andere Einrichtung, egal. Jetzt könnte man überlegen, ja, wenn jetzt subventioniert wird, und ich komme vielleicht zurück auf meine Erfahrung in dieser Free Jazz Neue Musik Szene, so nenne ich es jetzt mal, um da wieder anzuschließen. Kunst macht Politik. Ja, ich kann es nur mit dem Kampfbegriff überschreiben, den sie oft selber mal verklausuliert, mal offen vor sich hertragen, Schild wie Munition, antikapitalistisch. Ich würde dann sagen, alles okay, wir sind eine freie Gesellschaft. Aber wenn du gegen Kapitalismus bist, dann kriegst du auch keins. Ja? Wie zum Beispiel das Berliner Ensemble oder andere Sachen, die jetzt wirklich explizit denken, sie machen jetzt wieder mit ihrer Kunst, jetzt Theater, aber mit ihrer Kunst machen wir diesen Transport von utopischem Denken. Ich höre der Musik zu oder schaue mir das Kunstwerk an und dann macht es bei mir Klick und dann passiert irgendwie was.
und dann am besten hört auf, der Kapitalismus zu existieren, weil er ja ganz schlimm ist, dann frage ich halt den Künstler immer, auch oder meine Kollegen damals, ja Moment, aber wir werden doch auch subventioniert, genau wie mit diesen Fördermappen, die dann, ne, auch für die Jazz. Bei uns in der Band im Dorf gab es einen, der wusste genau, wie er schreiben muss, und der hat dann die Förderkohle abgezogen. 25.000 Euro haben wir dann gekriegt vom WDR oder was weiß ich. Ne? Dann gab es mal kurz Streit, sollen wir das denn jetzt annehmen oder nicht? Oh, das kommt ja vom doofen Staat und so weiter. Naja, aber ich glaube, ja, das meine ich damit. Das ist meine Überzeugung. Jeder soll machen, was er will. Aber wenn ich dann so ein verklausuliertes antikapitalistisches Konzept fahre, dann würde ich als Geldgeber sagen, ja, dann kriegst du auch nichts. Sorry, tut mir leid. Wir verheizen hier nicht Steuergelder, um eigentlich ein System abzuschaffen, was dir ermöglicht, überhaupt auf die Bühne zu gehen. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt oder ob das falsch ist, aber ist natürlich eine Zuspitzung. Aber ich finde, nochmal, das ist meine Erfahrung mit den Menschen aus dieser Szene, die explizit das System, in dem wir leben, und das System ist ein anderes Wort für Kapitalismus, ablehnen. Von der anderen Seite ist das ja genauso passiert. Die Künstler, die sich getraut haben, ein bisschen was zu sagen, die wurden ja rausgeworfen. Denen hat man ja gesagt, du kriegst nichts mehr. Ist die Frage, was sie gesagt haben, ne? Also ja, nehmen wir jetzt hier einfach nur alles auf den Tisch oder was auch immer. Da gab es ja massive Situationen, massive Einkommensverluste für diese Leute. Zumindest wurde damit gedroht und Gott weiß was. Und sie wurden an den Pranger gestellt. Ich meine, hier Brüggemann ist auf Twitter weiterhin ja sehr aktiv und steht auch zu diesen ganzen Sachen, die da gelaufen sind. Was hat man mit Nena gemacht? Jetzt mal auf dem Pop-Bereich. Die hat einfach gesungen und hat gesagt, liebe Leute, wir sind hier draußen, macht, was ihr wollt. Ja? So, und es ging um draußen, und das ist bis heute nicht irgendwo mal auch nur ansatzweise aufgearbeitet worden, dass man sagt, hey, diese Nummern draußen, die hätten wir uns nur wirklich sparen können. Ja? Wir hätten uns auch viel anderes noch sparen können. Aber wenigstens das. So, nein, auch die kriegen heute noch immer wieder einen drüber an dieser Stelle. Und das ist dann andersherum, das ist ja direkt am Anfang schon auch gemacht worden, das wird dann für viele andere Künstler natürlich sofort wieder zu dem, die liebe Menschen sind, die nicht in die Konfrontation gehen wollen, sofort wieder zu dem, ja, was soll ich denn machen? Ja, dann halte ich zuerst mal die Klappe und so weiter. Vielleicht, dann kommt die nächste Sache, die ist für mich dann, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen in Rage, aber ich denke mir dann oft, wir haben auch in den Musikern ganz oft die Situation, die wir auch bei den Ärzten haben. Jeder hofft, irgendwann mal beim Fernsehen zu sein. Irgendwann, der eine sagt, bei Andy Borg werde ich eingeladen, der andere will ins literarische Quartett oder Gott weiß wo, irgendwo hin. So, und diese Wege will man sich nicht zumachen, und man hat intuitiv zumindest ganz stark den Eindruck erweckt, dass wenn du dich in Corona maßnahmenkritisch äußerst, dann werden dir diese Wege verbaut sein. Außer du bist schon ganz oben. Also für Helge Schneider gilt das vielleicht nicht, aber für alle, die unten drin sind, gilt das. Dieter Nuhr hat das genauso in dem langen Interview so gesagt. Er darf es sich erlauben, alle drunter, wenn du heute anfängst, oh, schwierig. Ja gut, das stimmt, da will ich zustimmen. Das ist vielleicht dann anderer Punkt, in dem Sinne, wenn ich mich kritisch zu Corona geäußert habe. Klar, das, ich meinte das ja, die Systemfrage, ne, das ist, glaube ich, noch was an, das ist ein anderes System, so, wie soll ich das sagen jetzt? Eben die Grundsatzfrage, ich wiederhole mich, ich glaube, ne, mit Antikapitalismus und so weiter, ich glaube, das ist unabhängig von Corona einfach nur. Ja? Also wenn auch unter Corona-Zeiten einer sagt, Kapitalismus ist scheiße, wir müssen das eigentlich alles zerschlagen, bla bla bla, und dann kommen die ganzen Klischees. Da wundere ich manchmal auch, dass erwachsene Leute sowas sagen. Dann würde ich trotzdem auch dabei bleiben, ob mit oder ohne Corona. Sorry, also tut mir leid. Ja. Dann können wir dir leider kein Geld geben, weil du lehnst es ja ab. Aber was Nena und allen anderen widerfahren ist, es gibt auch andere Leute, Grönemeyer hat ja auch ordentlich draufgehauen von der anderen Seite. Ne? Ja, genau. Darf man auch nicht vergessen. Die machen diesen, kommen ja aus einer ganz anderen, von einer ganz anderen Ebene. Aber deswegen saß Grönemeyer dann ja auch immer bei Lanz herum. Ja. Es ist ja so, dass die dann die Möglichkeiten bekamen, aufzutreten und stattzufinden. Und gerade wenn wir Nena haben und wenn dann Leute sagen, ja, aber das, was die gesagt hat, war auch ein bisschen verrückt, dann sage ich, ja und?
Ich bin in den 70er, 80er, 90ern groß geworden. Wir hatten Nina Hagen, die glaubte, mit Außerirdischen zusammen gewesen zu sein. Wir hatten die deutsch-amerikanische Freundschaft, die in den 80er Jahren gesungen hat, Tanz den Mussolini, und alle haben mitgetanzt, weil sie verstanden haben, was das sollte. Die Ärzte haben gesungen, Claudia hat einen Schäferhund, und dann hat Claudia mit einem Tier geschlafen und Helmut Kohl schlägt seine Frau und Geschwisterliebe und all das, was die Ärzte gemacht haben. Und kaum war Corona da, haben sie die Titelmelodie der Tagesschau gespielt und haben von oben dann ganz klar den Leuten gesagt, was jetzt Sache ist. Und das ist doch das Problem bei subventionierter Kultur, dass sie eben nicht die Systemfrage stellt, sondern dass subventionierte Kultur immer systemerhaltend ist, weil es vom System das Geld bekommt. Und deswegen gerade Subventionen, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen, verzehren die den Wettbewerb nicht? Wie gesagt, das ist ja auch bewiesen, dass die Medien, das gibt es ja durch zig Umfragen, diese Linkslastigkeit haben oder absolute Mehrheit. Aber dann kann man auch wieder vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ich dann zu grundsätzlich immer klinge, was ist dann links? Ne? Also was heißt das dann überhaupt noch? Also für mich sind dann wirklich die ehrlichen linken Leute, die ganz weit links stehen in der Linkspartei und irgendwas, die wirklich Kommunisten sind und sagen, wir wollen es eigentlich alles ganz anders. Aber letzten Endes wollen es die auch eigentlich gar nicht anders haben. Die wollen sich ja nur anders in dem System zurechtfinden. Also die wollen sich gegenseitig subventionieren und so weiter. Ich weiß da manchmal auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was dann links und rechts ist. Weißt du, was ich meine? Also was bleibt dann eigentlich noch über? Also nochmal, selbst der antikapitalistische Künstler, der dann klopf, klopf, klopf bei der Verwaltung in Provinz X in die Fördergelder beantragt, um dann auf seiner Bühne, ich meine, selbst dann kommen ja nicht mehr Leute. Weil das, was er auf die Bühne bringt, ja immer noch so extrem ist, unabhängig vielleicht von der Message, die er bringt, das erreicht einfach keine Massen. Auch die Oper erreicht ja keine Massen, wenn man ehrlich ist. Wer geht denn in die Oper? Wir sind jetzt hier Musiker oder vielleicht unser Bekanntenkreis, weil wir künstlerisch tätig sind, ist etwas übersignifikant kulturell interessiert. Aber das ist doch die absolute Ausnahme. Die wenigsten Leute interessieren sich doch dann auch für die Hochkultur, meine ich, oder? Ich weiß nicht, Bernd, wenn du jetzt spielst, du spielst auch, wenn du 300 Konzerte hast, du spielst auch höchstwahrscheinlich auch oft vor kleinem Publikum. Ja klar, zwischen 30 und 300 so ungefähr, ja. Genau, und das ist 300 ja schon viel. Ja, also Jazz ist 300 unglaublich. Ne? Ja, ja. 3000 ist ein Jazzfestival in Moers, was dann aber auch wieder subventioniert ist. Und Moers kennt man vielleicht in der Jazzszene, New Jazz Festival, Hippie und so weiter, hast du nicht gesehen, hat sich dann halt auch tot kommerzialisiert ohne Ende. Ne? Es hat auch quasi seine Ideale, hat auch dann über die Jahre, haben sie sich schön gegenseitig verraten. Ne? Also. Was spricht eigentlich gegen Kommerzialisierung? Ich verstehe das nicht. Ist nicht Kommerzialisierung das, was wir auch Demokratie nennen? Weil so zu Königin Elisabeths Zeit, Queen Elizabeth I., da gab es Shakespeare. Aber das ist eben auch nur noch der einzige Name, den wir kennen, Shakespeare. Dann in Frankreich gab es unter Louis, gab es dann Molière. Das ist aber auch eben der einzige Name, den wir kennen. Dann irgendwann knallte der Kapitalismus durch, Ende des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert. Und da ist doch die Kultur explodiert, weil eben nicht mehr irgend so ein König oder irgendeine Königin oder irgendein Fürst darüber entschieden hat, was gut ist, sondern die Masse. Jetzt können wir sagen, ja, die Masse hat keinen Geschmack, aber wir lassen die Masse, die Demokratie ja auch darüber entscheiden, wie unser nächstes Parlament aussehen wird. Und das Parlament entscheidet dann letztendlich sogar, in welche Kriege wir ziehen oder nicht. Wenn wir darüber entscheiden können, wie die Außenpolitik Deutschlands aussieht, könnte man vielleicht auch darüber entscheiden, was im Opernhaus gespielt wird, oder? Da gibt es ein schönes Zitat von Davila, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, er hat gesagt, die Künste gedeihen in den Gesellschaften, die sie mit Gleichgültigkeit betrachten und gehen zugrunde, wenn die betriebsame Ehrfurcht der Dummköpfe sie fördert. Ne? Also das ist ja der Widerspruch, also eben, es wird alles gefördert und dann wird das alles irgendwie auf eine Ebene gehoben, das alles für alles, bla 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 bla. Eigentlich gibt es ja ein Kulturüberangebot, jetzt mal abzüglich von Corona, wenn wir ehrlich sind. Es gibt doch so viel wie noch nie, das gerade denken wir mal ans Internet jetzt und KI kommt noch dazu, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Also was da noch mit der Musik passieren wird, ist auch nochmal eine ganz andere Frage. Gut, vielleicht jetzt ohne meine antikapitalistische Note, eben wenn der Künstler aufgebärt gegen eine Staatsmeinung, ja, weiß ich auch nicht. Es waren ja auch nicht alle so brav, oder? Muss man mal sagen. Es sind ja auch nicht alle brav gewesen, aber die konnten sich das ja auch, muss man auch wiederum feststellen, die konnten sich es halt auch leisten. Oder? Also im wahrsten Sinne des Wortes, die hatten jetzt keine großartigen Verluste zu verzeichnen.
Es gab schon Künstler, die große Verluste zu verzeichnen hatten und trotzdem sozusagen nicht mitgemacht haben. Ich wollte nur sagen, was ich besonders absurd finde, ist jetzt zum Beispiel, wenn sich jemand für die grüne Transformation der Kultur einsetzt, dass er dann tatsächlich immer noch glaubt, dass er sich sozusagen in der Gegenkultur, in der Opposition befindet. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also es gibt ja nichts Angepassteres im Moment, als da mitzumachen und trotzdem hat es noch den Flair, man ist doch gegen etwas, also ist man dadurch was Besseres. Ne? Das finde ich besonders absurd. Und um nochmal auf Corona zurückzukommen, der Trick, sage ich mal, der auch gut funktioniert hat, war natürlich vor allem der, dass diejenigen, die zum Beispiel Maßnahmen oder die 2G-Regelungen kritisiert haben, wenn es auch noch so nüchtern und sachlich war, dass die sofort als rechts stigmatisiert und diffamiert wurden. Und das funktioniert, glaube ich, auch jetzt wieder bei anderen Themen, also wie jetzt zum Beispiel eben Klimawandel, gut. Ne? Dieser Stempel rechts, der funktioniert schon noch sehr gut. Da möchte ich darauf eingehen, weil der wunderbare Bernd hat Montagsdemos in Köln organisiert. Und ich war auch bei vielen Montagsdemos dabei und habe es mir angeschaut. Und ich war, weil wir auch die Öffentlich-Rechtlichen angesprochen haben, am Abend der Montage, wo die Demonstrationen stattgefunden haben, entsetzt. Denn was die daraus gemacht hatten, war katastrophal. Das war wirklich Propaganda. Es wurde behauptet, da seien Nazis gewesen, da seien Verfassungsfeinde gewesen. Dann gab es da diese eine Person, die angeblich einen Hitlergruß gezeigt haben soll. Niemand weiß, wer es war. Bernd, auch du bist in das Kreuzfeuer der Kritik gekommen. Und wenn es einen Menschen gibt, von dem ich sagen würde, der ist Hundekuchen gut, bist es du. Aber auch dich hatten sie im Visier. Was ist da los? Wie bist du damit umgegangen? Also zuerst mal, ich habe das mitorganisiert. Das war nie einer, das waren immer mehrere Leute und ich bin da reingekommen. Das meine ich übrigens mit Hundekuchen gut, so bescheiden wie der ist. Was da passiert ist, das ist, ich habe in der Zeit, in der ich mich da in Demonstrationen auch hineinbegeben habe, da habe ich viel gelernt. Und die Montagsdemonstrationen, die waren für mich eine ganz heiße Kiste, weil ich dort eben auch als Mitorganisator war und in Köln für eine Zeit lang und auch einen Wagen dort gemacht habe mit Lautsprecheransagen. Und dort habe ich dann auch die Lautsprecheransagen gemacht. Ich habe also immer wieder versucht, mit dem Publikum oder mit den Menschen, die am Rand standen, in Gespräche zu kommen. Auch dann, wenn wir an der Antifa vorbei mussten oder durch die Antifa durch mussten, das waren sehr schwierige Situationen, dort dann immer unsere Menschen radikal beruhigt haben. Wir wurden angeschrien, wir wurden wirklich kaputt geschrien. Ich habe selber mit einer kleinen Demonstration auch einen Überfall der Antifa auf mich und meinen Mitstreiter damals ja überlebt, wo die Polizei einfach daneben stand und hat gesagt, wir machen nichts. Das ist für mich fürchterlich. Wir haben damals, und vielleicht um den Bogen zu spannen zu hier, wir haben eben dann, der Johannes und ich, wir haben ein kleines Kunstprogramm gemacht, das hieß Friedlich für Freiheit, was daraus erwachsen war, ist, mit dem wir einfach mit Liedern und Texten zu Städten hingegangen sind und dann einfach gesprochen haben und was gemacht haben und versucht haben, ganz in Ruhe, ohne den großen hier, wir wollen alles umstürzen oder sowas, Impetus, ganz in Ruhe ins Gespräch zu kommen, ganz bewusst die Situation dazwischen darzustellen. Dies ist ja in einer Situation in Mülheim sehr, ja, da benutze ich mal den Begriff traumatisch auch für mich geendet, indem wir von ja, rund 30 Antifanten zusammengebrüllt wurden in einer Art und Weise. Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Aber diese Antifanten werden bezahlt. Diese Antifanten werden gelenkt. Da gibt es Leute, die waren offensichtlich, die waren alle trainiert. Das ist alles trainiert. Das wird alles gemacht. Das ist auch hier Politik, die da ihren aggressiven Arm findet und die dann andere
die versuchen, in eine kommunikative Situation hineinzukommen, wirklich in eine Gesprächssituation hineinzukommen, in eine Fragezeichensituation auch erstmal hineinzukommen, woraus sich ein mögliches Gespräch entwickeln kann. Das wurde kaputt gemacht. Und an den Stellen, ja, natürlich kann Kunst oder kann Musik irgendwie Fragezeichen setzen oder Gesprächsimpulse setzen. Natürlich kann sie nicht die Gesellschaft ändern. Das war auch gar nicht, das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, einen von euch zu treffen in einer Situation und ich treffe den Ton, den Akkord, den er für den Moment, der irgendetwas mit ihm macht, dann gibt es eine Resonanz und dann gibt es vielleicht auch eine Relevanz, da miteinander in Gespräch zu kommen. Die paar Mal, wo wir das gemacht haben, der Johannes und ich, wo die Antifa nicht da war, da ist das passiert. Da kam die Mutter mit ihren Kindern und sagt, ja, so habe ich das ja noch nie gesehen. Ja, ganz einfach, ganz klein, da kam der Polizist. Nur diese Dinge, das kann Kultur schaffen, da auch in die Schnittstelle hineinzugehen. Sie kann natürlich nicht, glaube ich, den großen Wurf jetzt hier oder ich stürze das System. Aber wir können mit Sprache, mit Tönen, mit Bildern durchaus die Herzen von Menschen erreichen. Und wenn das aus einem lauteren Impuls heraus geschieht, dann würde ich mich freuen, wenn wir das wieder sehr viel mehr bekämen, als wir das, oder ja, vielleicht auch mehr als vor Corona, ja. Man kann die Herzen aber erreichen für gute und für schlechte Dinge. Also Musik kann Leute verbinden, wenn es die Marseillaise ist. Es hat aber leider auch Menschen verbunden, als es das Horst-Wessel-Lied war. Dann wieder gibt es Imagine von John Lennon. Dann gibt es den Oktoberclub, die Propaganda gemacht haben für die DDR. Tatsächlich kann Musik Gemeinschaft schaffen. Dann kann es aber auch mal eine Marschmusik sein. Es kann die Menschen auch verführen, böse Dinge zu tun. Wie geht man da als Musiker damit um, mit dieser Macht, die man ja offenkundig hat? Ja, wenn ich das auch offen sage, als Programm ankündige, dass ich jetzt Böses transportiere, wie absurd das gerade klingen mag. Bernd und ich haben ja noch vorhin gesprochen. Er beschäftigt sich ja mit Death Metal. Wenn die Zuhörer der Achse das wissen, also totes Metall. Ist vorbei. Entschuldigung, er hatte, Schlusskomperfekt, ist mal lange her, hat sich mit totem Metall beschäftigt. Axel, weißt du was? Ich werde das jetzt einfach jetzt einspielen, dass wir uns das anhören können, was vor dem Gespräch gesprochen wurde. Hören wir uns das jetzt an. Dann bin ich weitergegangen, habe sehr viel im Metal-Bereich und im Death-Metal-Bereich gemacht. Echt? Oh. Und die ganz bösen Jungs. Ja. So. Zum Beispiel, eine Band? Pavor, Bethlehem, Dark Nocturne Slaughter Cult. Da geht es richtig heftig zur Sache. Das ist also ja. Ja. Tempo 310. Ja. Double Bass. So, und die Teile hießen dann, die Songteile hießen Fußball oder Kopfstoß oder was auch immer. Nee, das war eine tolle Zeit. Wie kamst du der Musik? Weil das ist ja so extrem. Ja, über Schüler. Ich habe parallel ein bisschen Unterricht gegeben und ich habe immer ganz freakige Schüler kamen zu mir. Ich habe zum Beispiel mit einem Schüler habe ich den Taxifunk transkribiert. Und der hat daraus, aus diesen Melodiefragmenten, hat der Dinge gebastelt. Wir waren also irgendwo im Spannungsfeld letztlich. Fred Frith oder sowas, sagt ihr das was? Ja. So, also freie Gitarrenmusik, sag ich mal. Sowohl man könnte es auch Jazz Metal nennen oder sowas. Da fand man mit mir einen Menschen, mit dem man sich da unterhalten konnte. Okay. So. Jazz Metal, ja, das ist auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mal Slayer arrangiert für Big Band. Okay. Da war ich in Köln in den alten EMI-Studios. Ja. Bei Interesse kann ich mal einen Link verschicken. Oder man gibt die Kölner Big Band CCJO, Cologne Contemporary Jazz Orchestra, die haben das aufgenommen damals. CCJO ist die Abkürzung. Wenn man das eingibt, CCJO Slayer bei YouTube, findet man das sofort. Okay, ja. Und jetzt sind wir wieder im Gespräch. Okay. Und dann
Ja, Totes Metall ist klar, dann ist die Ankündigung eindeutig, dann wird auf der Bühne Tod und Teufel zelebriert mit unglaublichen Instrumenten, Virtuosentum mittlerweile und unglaublichen Stimmen. Ich nenne es immer das Gegenteil von Operngesang. Das Hochgeträllerte wird in den tiefsten Tiefen runtergedrückt und klingt eigentlich so wie Panzerketten, die durch Schlamm fahren. Oder wie so ein Dieselmotor. Das ist gar nicht so einfach. Das ist eine sehr schwierige Gesangstechnik. Nein. Das üben Menschen. Absolut. Wenn Bernd das jetzt mal 300 Mal machen müsste im Jahr, wie eine Death Metal Band, die teilweise 300 Mal im Jahr spielen, wundert man sich über 10 Jahre. Aber was ich sagen wollte, zurück zum Bösen, das wird dann inszeniert. Das ist dann halt Kunst. Meine Lieblingsband ist Slayer aus dem Thrash Metal Bereich, die jetzt aufgehört haben zu spielen. Der Sänger als kleine Fußnote, andersrum, die haben sich immer als komplett unpolitische Band gesehen. Die haben auch gesagt, ich sag's mal amerikanisch, fuck politics, wir machen Musik, also das interessiert mich überhaupt nicht. Und dann hatte, aber die singen über Tod und Teufel, Satan, das Böse und haben auch sogar einen Song gemacht über Mengele, das war deren berühmtester Song. Die Platte ist von 1986, das allererste Wort ist wirklich Auschwitz. Ne? Auschwitz, the meaning of pain, the way that I want you to die. So, das ist die erste Phrase. Natürlich heute unvorstellbar. Und dann hat er noch 2004 in einem Interview über Heavy Metal hat er sich geoutet, der Sänger, dass er, Achtung festhalten, Katholik ist. Gläubiger. Hat 3 Kinder, 2, 3 weiß ich gerade nicht mehr. Macht Homeschooling, weil er zu berühmt ist, kann seine Kinder nicht in eine Klasse schicken. Und sagt, er ist Katholik. Er geht zur Kirche, er betet und er singt aber eine Platte von denen, heißt God Hates Us All. Zum Beispiel. Muss man sich mal vorstellen. Aber der Typ ist so cool und sagt, das erschüttert meinen Glauben nicht. Das ist nur Kunst. Für vielleicht die Hochkultur ist das, keine Ahnung, unnützer Krach, ne? Aber für eine breite Masse, ne? Bernd, Death Metal, Metal im Ganzen von AC/DC bis zum Death Metal hoch, es ist eine riesige Community, die auch Gemeinschaft schafft. Wacken Festival werden auch vielleicht die Achsehörer kennen. Rammstein. Ja. Rammstein, genau. Und die spielen auch da auf diesen Festivals, unabhängig jetzt vielleicht kurz von der Problematik mit dem Sänger, ganz kurz nur eben, aber die erschaffen eine Stimmung und ich habe einige Festivals besucht, trotz Jazzmusik, eben meine Leidenschaft für Heavy Metal und so weiter. Ja, da gibt es wirklich kaum Schlägereien, ohne es zu mystifizieren und ohne da irgendwie was schön zu reden oder zu verklären. Es ist wirklich, es entspricht den Tatsachen. Das sind nach außen tätowiert und hier Patronengurte und hast du nicht gesehen, alle Heavy-Metal-Klischees und dann sprichst du mit denen und wie geht's dir so? Ach ja, ganz gut. Ne? Und auf der Bühne, so klingt das dann so. Ja, und da wird das Böse, um auf die Frage zu kommen, dieses Gemeinschaftsbildende wird dann quasi vielleicht sogar ein bisschen abgearbeitet. Also das ist das klassische Ventil, die sind sich alle darüber im Klaren und gehen dann halt in Frieden nach Hause und haben dann wieder ihre Ruhe. Und die Metals sind im Durchschnitt wertkonservativ. Mhm. Da triffst du jetzt nicht unbedingt den wursthaartragenden Hippie-Typen und so weiter, die haben da nicht so viel zu suchen. Da trennen die schon, aber die haben dann ihre eigenen Festivals, ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber die haben dann künstlerisch, ästhetisch, im Freizeitleben nichts miteinander zu tun, aber inszenieren das Böse und wissen genau, was sie tun. Ich wollte nur noch einen Aspekt einbringen, der mir gerade einfiel, nämlich der Aspekt der Zentralisierung oder Dezentralisierung. Jetzt hast du vorhin mal gesagt, Gerd, ist das denn gerecht, wenn Kultur subventioniert wird? Wenn man jetzt einfach mal ins 18. Jahrhundert zurückdenkt, dass es zum Beispiel einen Johann Sebastian Bach geben konnte, verdankte sich dem Umstand, dass es eben im heutigen Thüringen so viele konkurrierende Fürsten und sonstige Landesherren gab. Und durch diese Konkurrenzsituation erblühte das Kulturleben letztlich ja besonders. Das war aber eben gerade keine Zentralisierungsmaßnahme, sondern im Gegenteil, das waren eben regionale Blüten, sage ich mal. Und was wir heute erleben, ist ja aber das genaue Gegenteil. Wir erleben in allen Bereichen eigentlich eine Zentralisierung. Ich habe mich jetzt ja gerade mit der UNESCO mal beschäftigt. Die UNESCO ist ja die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und eben Kultur. Und sie hat jetzt eigene Leitlinien rausgegeben zum Umgang mit Desinformation. Und man kann sich schon vorstellen, was damit gemeint ist, eben zum Beispiel Kritik an Corona-Maßnahmen. Das wird auch zum Teil wörtlich als Infodemie bezeichnet. Und wenn man sich eben anschaut, was von Seiten der UNESCO, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass alle, die bei der UNESCO arbeiten, ideologisch irgendwie auf Abwägen sich befinden. Da gibt es sicher sehr viele ambitionierte und integre Leute. Aber was sozusagen von der obersten Ebene, von der UNESCO oder UN-Ebene im Moment passiert, ist ja eine wahnsinnige Machtkonzentration, kann man sagen. Ne? Und es findet sich
Es findet sich auch bei der WHO mit diesem One-Health-Ansatz und im Pandemievertrag. Also ich glaube, das spielt schon auch eine große Rolle, dass alles sozusagen auf eine Linie gebracht wird, und zwar tatsächlich von UN-Ebene aus beginnend, dann natürlich über EU-Ebene und so weiter. Das sehe ich als sehr problematisch im Moment an. Wie konnte das passieren? Einfache Frage, schwere Antwort. Warum hat sich die Kunst und Kultur dem hingegeben? Warum? Das ist eine gute Frage. Warum gendern meine KollegInnen von früher, die ich seit 30 Jahren kenne, ich kriege Rundmails noch, dann denke ich immer, ich schreibe denen auch manchmal, hatte auch schon schwere Auseinandersetzungen und ich war natürlich was nach 3 Mails? Echt? Mindestens. Mindestens, ja. Und dann noch eine Fußnote zum, wie heißt es, zu Bach, Martina, der wurde ja auch subventioniert auf eine Art, aber das war ja auch systembestätigend. Er hat ja durch gottesfürchtige Musik gemacht, sage ich jetzt mal so. Das war ja alles systemstabilisierend. Und so doof das jetzt klingt, der hat ja, glaube ich, nicht vor, irgendwas einzustürzen. Nein, aber es gab natürlich diesen letztlich spirituellen oder kirchlichen Hintergrund, ne? Den darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ne? Nee, klar, sicher. Aber nochmal kurz zurück zu den, ja, dieses ideologisch aufgeladene, nennen wir es jetzt mal wirklich mit dem, naja, auch etwas abgenudelten Begriff Woke, tut mir leid, aber man kann ihn ja aber nochmal benutzen. Ich frage mich, ich weiß es nicht. Also ich tue es nicht. Viele meiner Freunde tun es auch nicht. Ich arbeite ja mittlerweile als Lehrer. Dort bricht das jetzt auch so langsam rein, dass da gegendert wird und so weiter. Ich halte aber eisern dagegen, mache dann auch meine, vielleicht noch meine alten Free-Jazz-Allüren, immer noch meine Provokationen. Muss man natürlich immer wieder ein bisschen aufpassen, um nicht den Job vielleicht gleich zu verlieren. Aber das stürzt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das, was viele Leute so abstoßend finden, ist, dass das keine ästhetische Frage ist, sondern eine ideologische Frage ist. Und tief drinnen wissen wir doch, dass Kunst nichts mit Ideologie zu tun hat, Eben. sondern mit Ästhetik, eben mit den je eigenen Grundtönen, ob man die nun bedienen möchte oder nicht, aber genau das, was man eben ästhetisch versteht. Und eine ideologisierte Sprache erkennt man ja daran, dass man sie nicht singen kann. Und man kann in der Gendersprache nicht singen. Man kann vielleicht einen sprachlichen Witz innerhalb eines Liedes mit dem Gendersternchen machen. Aber wenn man komplett in der Sprache spricht, kann man nicht Oder singen. halt sehr eigentümlich, ne? Ja, vielleicht kann man in der Zwölftonmusik die Gendersprache singen. Hat das schon jemand probiert? Das wäre interessant, vielleicht. Man kann ja, das ist so ähnlich, wie heißt das, glaube ich, Pangramm. Also man muss eine Sprache entwickeln, in der erst immer alle 26 Buchstaben vorkommen. Das wäre genauso ein Schwachsinn. Also ich darf nur Sätze reden, damit auch alle Buchstaben, damit kein Buchstabe unterdrückt wird, muss jeder Satz alle Buchstaben enthalten. Und wenn ich dann jetzt wie gerade einen Satz nicht vollständig spreche, muss ich alle noch hinten dran in X. Das ist natürlich unsinnig, ne? So, aber noch ganz kurz, weil Bernd das so schon sagte, Musik kann ein Gesprächsimpuls sein. Und was mehr sonst. Wie soll nicht Politik, sagen wir jetzt mal, wir haben ja Kunst, macht Politik. Politik findet dann ja statt, eben über das Gespräch und dann über die Handlung. Ich meine, Kunst ist für mich, klar, Ästhetik ist für mich aber auch ein Luxusprodukt. Also, das ist immer ein Nebenprodukt. Das ist ja nicht, was ich nicht weltentscheidend oder so, ne? Also, das, eigentlich ist das harmlos. Ich werde immer schnell wach, wenn auch Demokratien anfangen, doch auch Kunst zu zensieren und da irgendwie was abzunehmen. Auf der anderen Seite, was wir gerade im Gespräch festgestellt haben, selber aber schrecklich ideologisieren. Das ist halt ein großer Widerspruch, ne? Also es wird vereinheitlicht ohne Ende, um damit auch, was wir vorhin schon hatten, einen Freiheitsbegriff Diversität irgendwie zu transportieren. Auf der anderen Seite sind sie selber völlig den Tunnelblick. Ich meine, das erkennt auch jeder. Dazu gehört nicht viel. Oder nicht viel nachdenken, dass das absolut paradoxon ist. Mir scheint es so, dass zunehmend, ich These, könnte es nicht sein, dass zunehmend Leute mit dem immer eingegrenzteren Kunst- und Kulturbegriff, der auch immer stärker von oben vorgegeben ist, noch zufrieden sind? Fragezeichen. Ich bleibe mal in der Popmusik. Ja. Die Popmusik meines Erachtens war in den 70er, 80er, vielleicht, 90er Jahren sehr vielfältig. Hochwertig, hochgradig kunstvoll in irgendeiner Form. Und heute haben wir relativ beliebige Songformate, die vielleicht noch von einigen Protagonisten, die hervorragend tanzen, singen und alles gleichzeitig können, dargeboten wird. Aber die Musik selber hat nicht mehr die Ausdrucksvielfalt, die ich von damals meine zu haben.
Ich glaube, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, der nächste große Schritt wird sein, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, ist halt wirklich die künstliche Intelligenz. Es gibt einen guten Menschen für die Interessierten der AXA auch, der heißt Beato, also nicht Bito, also wirklich Beato geschrieben. Das ist ein Musiker, der ist 60 Jahre alt, Gitarrist, und der hat die Größen der Popmusik, Jazzmusik, alles mögliche interviewt. Sting zum Beispiel, Keith Jarrett, den Jazzpianisten, der ist leider Schlaganfall erkrankt. Und der hat auch eine kurze 13-minütige Folge, kann man sich anhören, Englisch mit Untertiteln. Da geht es um die Entwicklung der AI. Es gibt zum Beispiel eine Band, die heißt mittlerweile AISIS. Und die, ja, was wird passieren, weil Musik ja auch einen rationalen Kern hat, also mit Tonika, also ich kann die Töne setzen und immer ein bestimmtes System immer wieder anwenden und kann andere Melodien übersingen und alle sind zufrieden, sage ich jetzt mal so, und alle, keinen stört das. Und das ist natürlich ein System, da das ist eigentlich kinderleicht zu lernen, und eine Maschine kann das kinderleicht nachmachen. Und ich habe mir mal Musik angehört von einer KI, wie sagt man das, generiert oder errechnet, ich weiß gar nicht, was man dafür einen Verb nutzt, das war erschreckend. Es kommt, jetzt ist auch das Beatles-Album rausgekommen, ne? Dies eine. Oder dieser Beatles-Song, ich weiß nicht, wie der heißt, Never oder sowas, wo dann die ganzen Stimmen irgendwie generiert werden und wirklich nur aus der aus sich selbst heraus. Das ist schon, also ich finde das erschreckend. Ich war letzte Woche auf einer Webseite, dort gibst du 3 Worte ein, dann gibst du einen Musikstil ein, sag mal Singer-Songwriter oder auch Death Metal, ist völlig wurscht. So, und du bekommst 2 Songs alternativ geliefert, mit Text gesungen. Ja, da würde ich jetzt natürlich aus meiner alten Musikperspektive einwenden, dass KI nie wirklich genial sein werden wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es mal möglich sein wird, ein paar Minuten eine Komposition durch künstliche Intelligenz zu kreieren, die wie Johann Sebastian Bach klingt. Aber ich glaube nicht, dass man ein komplettes Werk erstellen könnte durch künstliche Intelligenz. Kreieren war auch schon der falsche Wort. Es ist eben nicht kreativ. Also es fehlt dann eben zum wahren Genie, meiner Meinung nach, doch das, wie soll man sagen, das Geistige oder das Spirituelle. Also ich glaube, es gibt Grenzen, die die künstliche Intelligenz hat, die nie überwunden werden. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, weil die Hörgewohnheiten lassen nach, allein durch das digitale Hören, also dass das Analoge fehlt. Ja, also dass einfach das Hintergrundrauschen weggefiltert wurde und so weiter. Und die Hörgewohnheiten jetzt der jungen Menschen, die ich jetzt unterrichte, ich bin 50, die sind 10. Und wenn die mal so alt sind wie ich, dann bin ich 90, oh Gott. Und wenn die dann nur diese digitale Hörerfahrung haben und auch gar nicht mehr das Alte kennen, also physisch, wirklich durch Hörerfahrung, wird das verschwinden? Ich meine es jetzt nicht, ja, klingt jetzt ein bisschen dystopisch, ist mir aber auch egal. Und überhaupt diese Erfahrung mit dem Geistigen und dem Spirituellen, was du meinst, Martina, das haben, wenn wir ehrlich sind, da sowieso nur, hat ja eine, ich nenne es mal, exklusive Elite. Wenn ich ein Stück von Bach generieren würde und würde es so vorspielen vor einem, naja, Laienpublikum, sage ich mal, die würden das so, ja, ist ja Bach, oder wenn die das überhaupt erkennen. Der Fachmann wird vielleicht die Nase rümpfen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, auch das Konzertpublikum, ob das wirklich alles solche Fachleute sind, die alten Leute, also wirklich biografisch alten Leute noch, weil sie in dieser auch Welt groß geworden sind. Aber wenn das Neue nur noch das Hochgerechnete wird, was mal wie früher war, und das andere verschwindet, wird das auch verschwinden. Aber das noch gibt es ja Kinder und Jugendliche, die ganz analog ein Musikinstrument erlernen. Ja, aber das sind wie immer die Ausnahmen. Ich meine, nochmal, wir sind unter uns Musiker hier. Und das heißt, wir haben vielleicht auch manchmal einen Tunnelblick, weil wir uns unter Musikern bewegen. Aber die 99% der Weltbevölkerung sind keine Musiker. Das muss man sich immer mal klar machen. Das ist natürlich so. Das ist ganz klar. Also, ich glaube, das Konzert der Zukunft ist zu Hause. Trotzdem ist Musik wertvoll und trotzdem machen wir es. Ja, natürlich. Das bilde mir gerade ein. Vielleicht so. Ist das Quatsch. Ist nicht der Unterschied, dass der Mensch Fehler machen kann und die Maschine nicht? Die Maschine strebt nach Perfektion, kann die Perfektion vielleicht nicht erreichen aufgrund von Problemen in der Programmierung, aber die Maschine macht keine Fehler. Ist das nicht das, was den Menschen in der Kunst ausmacht? Die Fehler? Wenn sich mal jemand verspricht, wenn sich mal jemand verspielt, wenn mal jemand einen Fehler macht und daraus was passiert, und das können Maschinen nicht. Doch, das kannst du theoretisch programmieren. Ja, aber dann ist das bewusst programmiert. Der Mensch macht nicht bewusst einen Fehler, weil er jetzt einen Fehler machen möchte. Die Maschine kann keine Fehler machen. Das ist unsere Stärke. Ja, genau. Unsere Stärke ist unsere Schwäche. Aber dass du dann, ich glaube, das Konzert der Zukunft wollte ich noch ganz kurz sagen, du sitzt zu Hause auf dem Sofa oder was immer das dann sein wird, du hast irgendwas auf deinem Ohr, Auge, und du hast das Konzert deiner Wahl. Ja, aber das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch der Wunsch einer
digital-affinen Elite. Und ich setze dagegen, es wird immer analoge Musik geben. Es wird immer einen Chor geben, der ein Weihnachtsoratorium probt. Und es wird dann immer ein gemeinsames Erlebnis in einer eiskalten Kirche geben. Ich bin Optimist. Also ich glaube, das ist gar kein, für mich ist das nicht wirklich ein Widerspruch. Martina, ich glaube, ich bin ganz bei dir, wenn es um Live-Musik geht. In einem relativ kleinen Rahmen, der relativ wenig technisch unterstützt ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das noch sehr viele, vielleicht sogar Jahrhunderte, einen Reiz beibehält, weil nämlich ich mit meinen Blicken im Publikum und durch mein Klatschen oder durch mein Nicht-Klatschen die Protagonisten, die Musiker, zu einer anderen Interaktion bekomme. Dies sehe ich beim virtuellen Konzert noch nicht, kann mir aber auch da vorstellen, dass es da passiert. Aber auch da die Interaktion dann jetzt wieder mit den anderen im Publikum. Also in dem Moment, wo wir auf der menschlichen Seite bleiben, von Mensch zu Mensch mit Tönen, die produziert werden, die relativ wenig Technik, sage ich jetzt mal, dazwischen haben. Und auf der anderen Seite aber die Leute, das, was du sagst, so hier auf dem Sofa, du hast eine VR-Brille auf und du hast ein personalisiertes Konzert. So, ich weiß nicht, wie viele es von den einen und von den anderen gibt. Ich glaube auch, dass die Menschen, die diese Live-Situation haben wollen, perspektivisch weniger werden. Das kann gut sein, aber gerade in der Corona-Zeit habe ich eben auch erfahren, dass dann unter dem Radar, unter dem Schirm, dass es eben da tatsächlich nach wie vor analoge Treffen gab, die eigentlich verboten waren. Denn durch Vereinzelung, das war ja auch Taktik, ne? Durch Vereinzelung macht man Menschen natürlich viel leichter beeinflussbar. Und trotzdem haben sich Strukturen gebildet, haben sich Netzwerke gebildet unter dem Schirm der Öffentlichkeit und man hat sich analog getroffen, Musik gemacht und so weiter. Und da, das sozusagen gibt mir Hoffnung. Und das war ja eine ganz konkrete Erfahrung. Und diese Netzwerke bestehen immer noch. Man hat sich kennengelernt. Und das finde ich etwas sehr Positives. Ja, wie hoch war der Altersschnitt? Es waren nicht sehr viele junge Leute, aber die gibt es auch. Ja. Wenn ich mit jungen Leuten unterwegs bin, dann und die Frage, wie habt ihr das gemacht? Natürlich Skype, natürlich Tralala, ja. Die haben eine andere Perspektive darauf und da bin ich hier ganz bei dir, ja. Also die nochmal Lehrer, Schüler, interessant, weil die sind ja immer näher an der, ja, das, an der aktuellen Zeit, als man wird ja auch mal so, man geht ja so ein bisschen verloren als älterer Mensch, ne? Man verschwindet in seiner eigenen kleinen Welt. Und ja, ich habe das mit Schülern, Oberstufenschülern darüber gesprochen und die sagten so in der Mehrheit, ja, so ganz stumpf, mir ist das egal. Wenn ich zum Konzert gehe, haben wir so rumgesponnen, so eine riesen Bühne mit so einem riesen schwarzen irgendwas gespannt. Und dann spielt Elvis oder Elvis zusammen mit dem Sänger von Slayer und dann kommt noch Bach auf die Bühne und dann machen sie irgendwie so ein absolutes Techno-Beat noch dazu und keine Ahnung, Helene Fischer fliegt auch nochmal vorbei. Und wenn das dann irgendwie cool ist, dann haben ihren Koffer und dann sagt der, das ist mir egal, das ist mir auch egal, wenn ich die Musik zu Hause höre, ja, in meinem Kopfhörer, in meinem Zimmer oder auf der Busfahrt, mir ist das egal, auch wer das herstellt, hat der Schüler gesagt, explizit. Ja, also das ist mir egal, ob das eine Maschine ist oder ein Mensch. Ja, und der Typ ist 15, ne? Und ich erlebe eben jeden Tag in meinem Musikschulalltag Jugendliche, Kinder, die mit Begeisterung tatsächlich noch ein Instrument spielen und mit Begeisterung mit anderen zusammenspielen, denen das viel bedeutet. Es wird beides Ja, sicher. geben. Ja. Aber dann ganz zum Schluss, weil Kunst macht Politik, dann am Ende noch mal ganz klar einmal über die Politik sprechen. Und ich finde es sehr spannend, dass wir bei der künstlichen Intelligenz angekommen sind. Denn die macht mir auch total Angst. Gerade wenn ich so einen Satz höre wie, ist mir egal, ob es ein Mensch gemacht hat oder eine künstliche Intelligenz. Denn gerade das ist eben nicht egal, wenn es politisch ist. Man muss sich klar machen, künstliche Intelligenz wird in ein paar Jahren richtig viel machen können. Die künstliche Intelligenz wird von sich aus entscheiden können, ob sie Drohnen losschickt, bewaffnete Drohnen losschickt, wo sie die hinschickt. Irgendwann wird die künstliche Intelligenz auch in der Lage sein, Roboter loszuschicken. Die werden Leute aus ihren Wohnungen holen können. Man kann dann Corona-Politik eben mit solchen Maschinen dann auch exekutieren. Und warum ist das so brutal? Weil, wenn es ein Unrechtsregime gab und das Unrechtsregime von Menschen begangen wurde, konnte man die Menschen hinterher verurteilen. Man konnte so jemanden wie Eichmann hängen.
Das heißt, man konnte ihn verurteilen, man konnte sich vielleicht sogar rächen. Man hatte einen Menschen, den man zur Verantwortung ziehen konnte. Und das wirklich Schlimme an der KI ist doch, dass wir bald einen Adolf Eichmann haben werden, den man nicht mal mehr hängen kann. Ja, darf ich da ganz kurz einmal ein Zitat vorlesen, ganz schnell. Das habe ich von, das passt wegen Mensch und Maschine. Das hat Sloterdijk gesagt, am 8. Mai dieses Jahres auf der Wittgenstein-Stiftung habe ich bei YouTube abgeschrieben, ich zitiere, das Gute bei der Maschine ist, dass wir ihr gegenüber keine Schuldgefühle haben. Wir müssen den menschlichen Sklaven rehabilitieren und sind an ihm schuldig geworden. An Maschinen wird man nicht schuldig. Maschinen werden vermutlich nicht das entwickeln, was man Seele nennt. Sie werden zwar Selbstbezüglichkeit entwickeln, sie beruhen ja ganz auf reflexiven Mechanismen, aber sie werden wahrscheinlich nicht lieben und sie werden wahrscheinlich nicht beten. Darin werden sie uns immer ähnlicher, denn diese beiden Tätigkeiten fallen uns auch immer schwerer. Also das war mal die andere Seite. Ne? Das fand ich ganz interessant. Also der Mensch, der auch da bestimmt, dem gehen bestimmte Dinge verloren. Er hat das jetzt auf Seele und Beten bezogen. Ich glaube, das ist nicht so ein religiöser Mensch. Er meinte das philosophisch. Und da nähert sich manchmal sogar dann auch Mensch und Maschine an, weil wenn eine Maschine menschlich wird, muss ich ja wissen, was ein Mensch ist. Aber Axel, ja. Weil ich gerade Adolf Eichmann als Beispiel genommen habe, Shoah, Holocaust ist das größte Menschheitsverbrechen. Es gab Juden, die sind rausgekommen. Die haben es geschafft, Nazis bestechen zu können. Die sind dahin gegangen und haben Nazis bestochen und dann haben sie den Juden durchgelassen und dann konnten die fliehen. Das heißt, aufgrund ihrer Korruption, aufgrund der Möglichkeit, dass sie eben ihre Ideologie nicht bis zur absoluten Konsequenz durchgezogen haben, weil die gesagt haben, ach, ich möchte doch ein kleines Privatboot haben. Ach, ein bisschen mehr Kohle, dadurch, dass sie bestechlich waren. Dadurch wurden sie, so absurd es klingt, so menschlich, dass sie gesagt haben, okay, dem Juden verhelfe ich zur Flucht. Das heißt, die Korruption machte sie menschlich. Und das Problem bei Maschinen ist, sie sind nicht mal mehr korruptierbar. Sie sind nicht mal mehr korrupt. Was mich zu meiner Grundthese bringt, die größte Stärke des Menschen ist seine Fehlerhaftigkeit. Aber ja, richtig. Und das ist ja auch sozusagen ein nochmal, um den ganzen Kreis zu schließen mit diesen ganzen Projekten in der avantgardistischen Szene, irgendwie sowas wie Utopie, utopisches Ziel zu haben. Und das ist ja für mich auch eine Form von Perfektionismus, also die Vollkommenheit des Menschen, das Vollkommensein. Und davon redet auch erwähnter Mahnkopf in seinen Schriften und so weiter, Messianismus und so weiter. Das ist sozusagen die menschliche Perfektion, die gibt es nicht. Die kann es unter Menschen nicht geben. Der sie anstrebt, ist, keine Ahnung, ist, ich sag's mal, meines Erachtens sogar fast schwachsinnig. Aber wenn es dann durch die Maschine kommt, dann kann man sich eben, dann kann man sich da an, das heißt schon annähern. Aber ja, die Maschine ist, sie soll ja auch perfekt sein. Oder was wir vorhin hatten, dass sie Fehler einprogrammiert. Während wir das vielleicht kennen, es gab früher bei Cubase, und als es Musikprogramm, da gab es Human Quantizer, da konnte ich so eine Ungenauigkeit reinmachen in einen Beat, aber das hat dann sogar auch der Laie gehört, das ist Quatsch. Ja? Das klingt, selbst diese Ungenauigkeit, die die Maschine gemacht hat, hört der Mensch nicht als menschliche Ungenauigkeit. Aber wenn die Fähigkeit verloren geht, und dann wird auch vielleicht leider Martina, ich sag's mal etwas polemisch, deine 10 Musikschüler, das meine ich jetzt nicht böse, ich habe auch in der Musikschule unterrichtet, wird dann daran auch nichts ändern. Da kommt die Drohne vorbeigeflogen und jagt die Musikschule in die Luft. Ich würde noch mal gerade gerne hier zu Sloterdijk Bezug nehmen. Ich fand das gerade ganz schön, die Maschine wird nicht beten und sie wird nicht lieben. Ja. Und dann war irgendwie, das sind Fähigkeiten, ich glaube, das hast du dann gesagt, das sind Fähigkeiten, die wir verlieren gerade. Das hat er noch gesagt, das sind die Fähigkeiten. Genau, ja. Ich glaube, dass genau an der Stelle, ich bin selber Agnostiker oder ich bin kirchlich aufgewachsen, katholisch und tralala und habe dann mich sehr dem Buddhismus angenähert und bin aber mittlerweile auch da mit allem, was Ismus ist. Das funktioniert mit mir nicht so ganz gut. Nichtsdestotrotz, ich habe mich viel mit einem buddhistischen Leiter hier in Deutschland unterhalten und ich war mit ihm dann nachher so, kam ich auf einen gemeinsamen Nenner, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Philosophie oder eine Religion, die es uns ermöglicht, mit mehr Fragezeichen zu leben, als nur die Antworten zu geben. Und das hat mich hier gerade so ein bisschen getriggert. Das, was wir im Moment bekommen, ist mit der Woken-Struktur meines Erachtens eine Ersatzreligion.
Absolut. Die Scheinantworten gibt und die Menschen verführt, meines Erachtens verführt, dazu, auf viele Fragen darauf gäbe es einfache Antworten. Und die wären auch umsetzbar, und Gott, ohne jetzt in alle Details da hineinzugehen. Und ich glaube, wir brauchen dringend eine Religion, eine Philosophie, eine Ethik oder einen ethischen Rahmen, vielleicht auch eine politische Partei oder eine Grundhaltung oder Werte, die Fragezeichen postulieren, ohne sofort die Antworten zu geben, und die erneut, wie die Aufklärung, versuchen klarzumachen, wie kommen wir denn zu Antworten? Wie ist denn unser Prozess, zu Antworten zu kommen, die vermutlich wieder nur für eine Zeit lang eine Antwort sind und die immer wieder auf den Prüfstand müssen? Aber diese Idee, die ja darin jetzt gipfelt, dass wir meinen oder dass manche Menschen meinen, wir könnten die Wetterstrukturen, die man Klima nennt, in 100 Jahren beeinflussen mit dem, was wir jetzt hier heute tun, und das dann auch noch mit Mitteln, die mathematisch und physikalisch absolut sinnlos sind, das spielt genau in dieses Zitat von Sloterdijk für mich hinein. Und die Aufgabe von sowas wie Achse, von Tichy, von Kontrafunk oder von uns auch allen in unserem jeweiligen Umfeld könnte sein, da einen Gegenpol darzustellen. Auch von Kultur. Das fand ich jetzt ein perfektes Schlusswort, oder? Martina, du willst auch. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Martina Binnig, Bernd Gast und Axel Knappmeier. Auf den. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ein allerletzter Tipp noch: guck mal bei Eroica Beethoven. Gibt es auf YouTube von BBC 2004, 200 Jahre Eroica, anderthalb Stunden, da wird die aufgeführt unter den Bedingungen, mit den Verkleidungen auch von damals. Und dann gibt es auch so kurze, so inszenierte Dialoge, und die Beethoven führt mit seiner Freundin und so weiter. Kann ich nur empfehlen, weil da sagt er nämlich einen Satz, den hätte ich noch sagen wollen, von wegen menschlich, also difficult is good, also schwierig ist gut, also kompliziert, also ne, sozusagen weiter graben wollen, was Neues erfinden. Das ist, kann ich nur empfehlen, auch wenn man die Eroica noch nicht so gut kennt. Ist ein toller Film. Schulmeisterlich ein bisschen, aber ist super. Ich habe den schon 10-mal gesehen. Axel, das schneide ich vielleicht hinten noch rein. Dann hast du es doch gesagt in der Folge. Wenn noch Platz ist. Nee, um Gottes Willen, lass es. Vielen, vielen Dank.